Hallo du wundervoller Mensch, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Bevor wir starten, trinken wir ein Schlückchen, das bedeutet, du holst dir erstmal was zu trinken, gerne stilles Wasser oder hier Tee, ist auch ganz cool. Ich mag Tee am liebsten kalt und deswegen trinke ich jetzt einfach mal. Ich warte einfach so lange, bis du dir auch was geholt hast. Ja, okay, ist gelogen, ich warte nicht, bis du dir was geholt hast. Aber du kannst ja einfach auf Pause drücken. Yes. Wir machen kurz noch die Hubschrauberpause, okay? Ich wusste nicht, dass die hier vorbeifliegen jetzt. Vielleicht suchen die nächstes Mal die Polizei. Nein, tun sie nicht, um Gottes Willen, nein. Spaß. Ich habe mir gedacht, wir machen ein komplettes Wie starte ich mit meinem Hula-Hoop-Reifen-Video? In einem anderen, das verlinke ich dir unten in der Infobox. Ja, andere verlinken das irgendwie da oben, ich weiß nicht, wie das geht. Deswegen verlinke ich das in der Infobox. Da findest du das Infovideo zu den Hula-Hoop-Reifen, welche ich empfehle für Starter, für Fortgeschrittene und für Profis, also für alle, die Hula-Hoop üben möchten. Es sei denn, du bist eine sehr zierliche Person, dann empfehle ich dir diesen Reifen. Tada! Den Maximus To Go, wollte ich jetzt sagen. Den Max To Go von Hoopia Buddy. Der ist nämlich leichter, der wiegt ungefähr 450 Gramm und ist damit nochmal angenehmer auf der Haut, der ist halt nicht so schwer, ist aber dafür schwieriger oben zu halten, weil er eben so leicht ist. So, das war jetzt nochmal Affiliate-Werbung. Rabattcode findest du auch, wenn du magst, unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten starten wir jetzt einfach mal mit meinen Tipps für dich. Je größer der Reifen ist, desto besser ist es. Also nicht abschrecken lassen. Die Größe ist bei Hula Hoop tatsächlich ausschlaggebend. Ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn du also schon einen Reifen hast, der zu dir passt, dann kannst du eigentlich schon loslegen. Wichtig ist, dass du nicht länger als 2 bis 5 Minuten übst, weil sich dein Körper erstmal an die Schläge deines Reifens gewöhnen müssen. Und das ist eigentlich schon das Einzige, was du beachten solltest. Und dass du den Hula Hoop-Reifen in beide Richtungen drehen lässt. Genau. Und dann kann eigentlich jeder Hula Hoop lernen, wenn er es möchte. Genau. Also, Reifen in den Rücken legen. So. Und dann übst du erstmal den Abwurf. Und du startest einfach, indem du ein Gefühl für deinen Reifen bekommst. Genau so. Das ist Step 1. Sehr gut. Dann kannst du schon stolz auf dich sein. Step 2 ist, den Reifen abzuwerfen. Ich versuche da gleich noch Slow-Mo einzubauen. Du gibst den Reifen einfach einen Schwung und lässt ihn einfach mal drehen. Dann lässt du ihn auf den Boden fallen, hebst ihn wieder auf und übst das selber nochmal in die andere Richtung. Auch schau, dass der Reifen gerade ist und dann wirfst du ihn ab. Dann lässt du ihn fallen, hebst ihn wieder auf. Genau, auch hier nochmal in die andere Richtung. Tada! Und schon hast du einen Abwurf geübt. Nochmal? Okay. Reifen aufheben. Lächeln aufsetzen und nochmal. Ja. Es ist Zeit für meine Me-Time, mein Reifen und ich. Abwerfen. Achte darauf, dass du nicht zu viel Schwung gibst. Ich zeig dir mal, was sonst passiert. Ich hasse mich jetzt schon dafür, dass ich das tue. Dann rutscht er nämlich extrem nach oben und du kannst dir wehtun. Brust, Rippen ist nicht so angenehm. Also ruhig langsam. Langsam und gechillt. Je größer der Reifen ist, desto langsamer dreht er sich um dich rum. Und das ist schon super. Perfekt. Wenn du das geübt hast, das gilt übrigens auch zu den 2 bis 5 Minuten üben. Okay? Nicht länger machen, weil du merkst, dass es wehtut. Wenn es vorher schon wehtut, hör bitte schon vorher auf. Achte auf deinen Körper. Fühle dich, das steht auf meinem Armbändchen drauf, weil es wichtig ist, nicht nur deine Gefühle zuzulassen, sondern auch auf dein Körpergefühl zu achten. Wenn das funktioniert, dann kommen wir zum spannenden Teil. Dann gibt es 3 Möglichkeiten, 3 Techniken, die du alle miteinander kombinieren kannst, aber erstmal für dich ausprobieren kannst. Du legst den Reifen wieder in den Rücken und dann stellst du dich hüftbreit auf, so dass du bequem stehst. Und dann ist es so eine Rechts-Links-Kick-Bewegung. Siehst du das? Rechts-Links, rechts-Links, rechts-Links. Wichtig ist, dass du erst den Reifen abschwingst und dann versuchst, so rechts-Links zu kicken. Tim, 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 bleib leicht. Ich fühle mich verdammt gut, weil ich den Alltag vergesse. Kein Stress, kein Druck. In den Knien gebeugt. Sehr gut.
Und dann aber nicht übertreiben. Mach zwischendurch einen Break und versuch das Ganze in die andere Richtung. Eine Richtung funktioniert besser und die andere nicht so gut. Vollkommen normal. Okay. Technik Nummer 2 ist, du kannst versuchen, dich mitzudrehen. Ja, du hast richtig gehört. Du drehst den Reifen in die Richtung und drehst dich einfach mal mit. Aber ruhig langsam und die Bewegung ist so leicht aus der Körpermitte. Ja? Ich versuche auch nochmal Slow-Mo einzublenden. Nein, wir heben jetzt ab. Ich hab sofort gute Laune und wippe im Takt. Bleibt der Ring erstmal oben, dreh ich die Mucke auf. Mein Co-Pilot und ich, wir haben es drauf. Du findest es albern, du kannst sagen, was du willst. Solltest du nicht zu lange machen, sonst wird dir schwindelig. Also ruhig zwischendurch mal die Richtung wechseln. Sieht bescheuert aus, fühlt sich auch bescheuert an, ist aber egal. Und die Position oder die Technik, die bei den meisten funktioniert, weil sie Vor- und Zurückhuper sind, ist das hier. Du stellst dich in Schrittposition, egal welches Bein, das, wo du dich gut fühlst, stellst du nach vorne, legst den Reifen wieder in den Rücken, dann wirfst du ihn ab und machst dann so vor und zurück. Genau. Kannst auch gerne mal die Augen schließen, das ist mein Geheimtipp, Augen zu. Genau, atmen, lächeln. Ich weiß, viele Dinge auf einmal. Wichtig ist aber, wenn du diese Position nutzt, dass du auch mal das andere Bein nach vorne stellst. Genau, sehr gut. Kannst aber die Arme auch zur Seite strecken oder nach vorne oder in deine BH-Träger hängen. Sehr gut. Großartig, das war's schon. Und dann übst du 2 bis 5 Minuten und das war's. Und mein Geheimtipp ist, irgendwelche schönen Sportklamotten sind toll, brauchst du aber nicht. Am coolsten ist tatsächlich, wenn du bauchfrei Hula-Hoop machst, also so, egal wie dein Bauch aussieht, ist vollkommen wurscht. Stell dich bequem hin, Schwabbel aktivieren, dann legst du deinen Reifen wieder in den Rücken, weil du dann ein besseres Gefühl für deinen Reifen bekommst und dein Reifen haftet besser auf der Haut. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau, ich ziehe mich jetzt wieder an und dann sehen wir uns einfach in einem der nächsten Videos wieder. Schreib mir gerne in die Kommentare, welcher Tipp dir helfen konnte. Und wie weit du bist in deinem Training, das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Und bitte, bitte, bitte bei blauen Flecken und bei Schmerzen und oder beides, bitte Pause machen. Dein Körper vergisst nicht. Der braucht vielleicht nach 2 Wochen oder nach 3 Wochen wieder einen kleinen Impuls, aber er vergisst nicht, ja? Und gib nicht auf, bleib dran. Übung macht den Meister. Ich hänge dir jetzt hinten dran noch meine ersten Versuche. Und wie es jetzt aussieht, musst du ja nicht dran hängen, hast du ja jetzt gesehen. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos, vielleicht an einem anderen Spot, vielleicht komme ich auch hierhin wieder. Bleib gespannt, es gibt verschiedene Formate und wenn du sagst, ich möchte gerne unbedingt dieses Training mit dir machen, dann schreib es gerne in die Kommentare, lass mir einen Daumen hoch da, damit ich weiß, dass ich das nicht nur aus lauter Jux und Dollerei mache, sondern dass es dich auch inspiriert, dass ich dir einen Impuls schicken darf und dann freue ich mich, dich zu sehen. Freue ich mich, dass du, ist egal, du weißt schon, was ich meine. Falls du ein Coaching oder einen Kurs bei mir buchen möchtest, Infos in der Infobox, da findest du auch alle anderen Social Media Kanäle, Instagram, da kannst du mir sehr gerne schreiben. Meine E-Mail-Adresse für Austausch, für Coaching, Anfragen oder auch TikTok, da sehen wir uns nämlich live. Da gibt's Musik, da wird einfach nur gedanced und Spaß gehabt und das war's. Bevor jetzt mein Handy umfällt, weil es ganz schön windet, trinken wir noch einen Schluck. Genau, Schlückchen. Schlückchen im Ehren kann keiner werden. Wie gesagt, das ist Tee. Es ist nur Tee. Stinknormaler, schnöder Tee. Sehr gut. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!